Der eine oder andere denkt, vielleicht ist in eine Kneipenschlägerei geraten, aber er hat sich intensiv mit dem Pfosten angelegt gegen die Löwen. Das kann man aber halt mal machen, wenn man damit das späte, kein Pfiff vom Unparteiischen. Roland. Und Hauptmann super vorbei am Gegenspieler. Hauptmann in die Mitte und dann die Abschlusschance und Menne ist das erste Mal zur Stelle. Die waren jetzt zwei, drei Mal sehr gut bis hierhin. Und das ist ein sehr guter Ball von Pepic. Und die Chance für Aue. Jakob, Bär und das Spiel 1:0. Die Situation sofort erkennt, sofort scannt. Und da kommt Löwen dann einfach nicht hinterher. Jakob, der den Weg in die Tiefe macht, dann quersteckt, perfekt bedient. Lübeck hat Probleme, sauber hinten rauszukommen. Nächster Ballverlust. Und wieder Jakob mit der Flanke. Tschaschi! 25. Aber da ist Hochbetrieb auf dieser linken Außenbahn. Tschaschi, ja, da hat er, glaube ich, zu spät gehört, dass Danov gerufen hat. Er soll ihn durchlassen. Nochmal Aue. Danov, Klevin! Und das waren die ersten 45 plus 1. Der FC Erzgebirge Aue führt durch den Treffer. Pavel Dotschew, keinerlei Grund, irgendetwas zu tun. Er ist der Mann des bislang einzigen Tores. Das ist vielleicht das Einzige, was sich die Auer so ein wenig vorwerfen können. Taffertshofer. Gerade über die rechte Seite mit Danov Nitsiarisch ging eine ganze Menge. Über links fiel das Tor. Boah, was für ein Fehler, was für ein Bock von Burger. Und dann der Block gegen Velasco. Und was macht der Unparteiische? Jetzt pfeift er doch. Und er zückt rot. Er zückt die rote Karte, weil er als letzter Mann die Notbremse begeht. Burger, dem hier der Ball verspringt. So, und dann ist hier Velasco durch. Und ich glaube, der Arm geht mit. Widerseits. Strafstoß. Strafstoß, Aue. Was für... Nachdem er zwei richtig gute Abschlüsse hatte. Hier wieder rein ins 1 gegen 1 gegen Sommer, der da vorhin schon nicht gut ausgesehen hat. Müssen es vielleicht gleich nochmal sehen. Jetzt gucken wir erstmal. Pepic, Pepic, Pepic! 2:0! Aber klar, also die Situation davor, Ball springt hoch. Danhoff, wie gesagt, Absicht ist es für mich nicht. Es ist egal am Ende, denn der FC Erzgebirge Aue. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.